Make-up-Freunde, die einen beraten und dann geht das schon von ganz alleine. Dann übt man ein bisschen zu Hause und dann geht's los. Ist es so einfach? Natürlich! Probier's mal aus! Oder Frau, wie bist du denn im Alltag? Auch in Frauenklamotten oder dann ganz brav und bieder in Hosen und Hemd und Krawatte? Das war die erste Frage nochmal. Wie fühlst du dich als Mann oder als Frau? Ja. Ja, also ja. Als Mittelding oder was? Was Rita schon gesagt hat, genau so. Man kann sich nicht mehr trennen. Irgendwann ist man eins. Man vereinigt eben männliche, weibliche Hormone in sich, männliche, weibliche Eigenschaften, Durchsetzungsvermögen, Weichheit, Gefühlsnähe, bla. Und irgendwann lebt man das harmonisch und dann ist man eins und dann kann man so nach außen gehen und alle finden es toll. Du hast einen ganz tollen Ausdruck im Vorgespräch geprägt und zwar, das muss ich ablesen, oder du sagst es selber, wenn du dich noch erinnern kannst. Und zwar, du hast gesagt, ich bin ein Transvisionstelevestit. Ja, TV, passend Fernsehen. Transvisionstelevestit? Naja, weil Tonte, Transvestit, transsexuell kann da keiner unterscheiden. Also da mache ich da Transvisionstelevestit, stecken alle Begriffe auf einmal drin, keiner weiß Bescheid und so soll es auch sein. Freizügigkeit zu leben, aber das ist eine Scheinwelt, weil wenn man in die Straße so geht oder allein, wenn man wieder auf die Toilette geht, kriegt man schon ein paar Sprüche reingedrückt, die dann komisch sind, nicht? Und in der Nacht sind wir halt die Königin und am Tage dürfen wir uns verstecken und das sehe ich einfach nicht ein, weil ich denke, jeder lebt sich, ich meine, du kannst dich ja nun auch nicht weiß schminken wie Michael und so und jeden Tag so tun, als wärst du eben, Gott sei Dank, ne? Gott sei Dank, wir leben ja in einer nicht offenen, liberalen Gesellschaft, aber es ist noch ein weiter Weg und ich denke mir so, muss jeder seinen Teil zu beisteuern, weil wenn man uns haben will, wir sind ja nun mal deutsches Kulturgut, wie man so sieht, nicht? Ich meine, wir haben sehr viele Talente. Wow. Work, babies, work.